So, Hallihallöchen, Hänsel-Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger 3. Oh, ist wirklich schlimm, wie sie unser Sprössling vor der Hausarbeit drückt. Er ist einfach abgehauen, ohne was zu sagen. Wenn ich nur wüsste, wo er hin ist, dann kriegt er aufs Maul. Am liebsten würde ich dich ja bitten, an seiner Stelle die Wäsche zu machen. Oh ja, und putzen auch noch, okay. Nee, sorry, also ich bin ein bisschen beschäftigt, ne? Ich habe deinen Jungen gesehen. Er ist mir auf dem Weg zur Dämmerruine begegnet. Er ist doch sonst ein braver Junge. Ja, schon besorgniserregend, dass er einfach wegläuft. Ja, schlechte Erziehung. Was um alles in der Welt könnte er bei der Dämmerruine wollen? Oh, wenn ihm die Hausarbeit so zuwider ist, hätte er auch nur was sagen müssen. Nee, ich wäre auch sofort abgehauen. Ranger, kannst du unseren Jungen da suchen? Können wir ja sagen? Nein, können wir nicht. Können wir nein sagen? Nein, können wir nicht. Also ja. Gut, die andere Sidequest. Sidequest der alten Leute heute. Ranger, ich habe zufällig ein Gespräch zwischen zwei Kerlen mit den UFOs mitbekommen. Da ist, dass sie irgendwelche komischen Fallen hier aufstellen. Die Fallen sind anscheinend als Fässer oder Art Käfig getarnt. Sie sollen nicht nur eine, sondern insgesamt drei dieser Fallen aufgestellt haben. Ist das nicht furchtbar? Auch wenn die armen Pokémon da reingeraten. Isla Milonda, okay. Ja, zu zerdeppern, Alter, machen wir. Bei Gelegenheit. Ja, gut, dann walte deines Amtes. Insgesamt drei. Beim Teich im Garten. Hinter der Dämmerruine. Und irgendwo an einem Baum, okay. Ja, ich will aber erst wissen, was sie, was man braucht, um die Fallen zu zerstören, bevor ich da umsonst lang laufe. Ich glaube, wir machen mal jetzt die Sidequest von der Buckerbrücke hier. Beziehungsweise... Ja, gehen erst zu Taluka. Ich frage mich, wann wir es der Raptore finden können. Aber wahrscheinlich erst, wenn wir die letzte Insel bereisen können. Und ich frage mich auch, wie viel Gameplay oder Story noch kommt. Also klar, wir müssen noch irgendwann Suicune finden. Und eventuell auch die drei Vögel, aber ich glaube, inseltechnisch ging es gar nicht so weit irgendwie. Oh, schön, dass ihr beiden wieder da seid. Dann lass einen alten Mann doch nicht warten und schießt doch mal los. Also, guck mal, das ist so passiert und lilalo und lulalo. Ah ja, deshalb seid ihr also klitschnass. Ja, da habt ihr einiges durchmachen müssen. Fast ersoffen, fast verreckt, aber gut ab. Ich kann verstehen, dass es euch sehr wurmt, den Feind die Flucht ermöglicht zu haben. Stimmt, wir haben auch gar keine Ranger-Ringe mehr. Fällt mir gerade auf. Aber ihr habt zweifelsohne die richtige Entscheidung getroffen. Ja, Menschenleben retten ist wichtig. Egal ob Freund oder Feind. Hm. Ehe ich es vergesse. Mit der Reparatur der MS Ranger wendet euch am Booker. Ja, okay. Ja gut, dann gehen wir zu Booker. Booker und deine Schiffsreparatur abschlagen. Ja, nee, der ist voll happy dann, wenn er das machen kann. Ja, der ist ja schon alt, ne? So viele Schiffe wird er gar nicht mehr hier bauen werden. So viele Leute wollen gar kein Schiff hier auf der Isla. Irgendwas. Ah ja, was hat das eigentlich mit einem Pichu hier auf sich? Pichu. Die Pokédex haben sie allesamt von der Isla Dulcevi verschleppt. Wir werden sie wieder nach Hause bringen, sobald wir Booker gefragt haben. Ja, das hört sich gut an. So, dann machen wir es mal auf die Socken. Das ist auch ein sehr komisches Sprichwort, auf die Socken machen. Ach, guck mal, hier ist auch eine Sidequest. Oh, Jemine, so ein Schlamassel aber auch. Hm? Das war so, ich sitze hier, mache ein kleines Picknick. Die Sonne scheint mir auf den Pelz, da bin ich plötzlich eingenickt. Und jetzt kommt's. Also, als ich einschlief, hatte ich noch 4 Brote übrig. Als ich aufwachte, waren sie verschwunden. Ich kann mir nur so erklären, dass die Pokémon sie aufgefuttert haben. Bei gewöhnlichen Broten wäre das auch nicht weiter schlimm, aber... Ich bin ein großer Fan der scharfen Küche und hatte da Chili-Brote eingepackt. Ah, verstehst du nun, warum ich mir große Sorgen... Ich kann kein Schaf essen. Also, vor 3 Tagen hat mir mal der... Also, auf der Arbeit, der Koch hat mir eine Pizza gemacht. Also,
habe halt eine bestellt und da wollte mich ein bisschen ärgern, hat so punktuell irgendwo scharf drauf gemacht, aber ich beim ersten Bissen bin ich schon verreckt, also das war nicht witzig. Kann ich verstehen, das heißt die Pokémon heulen vor Schmerz und Brand löschen. Okay, 4 Pokémon müssen wir einfach, die brennen jetzt einfach literally oder so. Okay, sie zeigt uns den Ort. Ja, dann gehen wir doch da gleich hin. So ein extra Gebiet oder was? Ah ne, ist kein extra Gebiet. Ja, irgendwo müssen die Pokémon sein. Insgesamt 4. 4 leidende Pokémon. Also, eins hat wahrscheinlich nicht alle 3 gefressen. Okay, warte mal, wir machen unsere Pokémon weg. Aber wenn wir schon hier oben stehen, dann sind wir doch an den ganzen leidenden Pokémon vorbeigelaufen. Du bist nur wütend, du bist nicht leidend. Ja, wir werden dich wahrscheinlich fangen müssen. Na. Da. Ah ja, noch 3. Du bist auch nicht wütend, du schwitzt aber nur hart. Entzündet. Müssen wir die behalten? Ich glaube nicht. Nee. Komm her, du Stink. Kommt her, ihr Stink. Stinkäumel. Hey, das ist so cool mit dieser Pokémon-Stärke. Die haben wir in den ersten 2 Teilen so selten verwendet, die Pokémon-Stärken. Aber hier, das ist halt wirklich sehr nice. Ja, es fehlt noch eins und das furzt uns gleich an. Ey. Du entkommst uns nicht, Mann. Wir wollen... Was wollen wir eigentlich? Chili können wir ja schlecht rausnehmen. Oh. Gutes Kreistempo. Oh, war aber trotzdem S. Mit neuem Ranger Point. Yeah, du hast alle leidenden Pokémon gefangt. Thank you. Oh, danke. Wäre es nicht gewesen, hätte ich mich jedes Mal, wenn ich etwas Scharfes esse, schuldig gefühlt. Aber dank deiner Hilfe kann ich auch weiterhin scharfe Sachen essen. Beim nächsten Mal kriegst du auch was. Ich hoffe, du magst Chili-Brot. Nee, da müssen wir uns selber fangen. Das ist nicht meins. So, zum Glück hat kein Raikou so ein Brot gegessen, weil das wäre wahrscheinlich sehr krass erzürnt gewesen. Ich weiß aber noch nicht, was dieses Blitzding bringt. Die Leute kriegen ja hart Panik. Ja, die haben ja echt hart Panik. Hä, hey, was ist das? Das ist doch nur ein Entei, was hier... Die sind paralysiert, was ist mit denen? Ah, hier ist nochmal eine Sidequest. Ups. Warte mal, ich möchte aber erst die eine mit dem Kräuterduft abgeben. Du bist es sogar. Hallo Ranger, was gibt's denn? Pikanto. Was, du hast ein Paket für mich? Oh, ist... Was ist das denn? Anti-Mief-Spray? Oh, damit will sie mir wohl klar machen, dass ich etwas gegen den strengen Geruch meiner Kräuter nehmen soll. Alter, da pflanzt hier so safe Gras an, dass ich besser bei den Frauen ankomme. Wirklich, worüber diese Frau sich Sorgen macht. Er stört sich schon im Griff von Kräutermedizin. Außer meiner Mutter, versteht sich. Hoppla, da ist ja auch noch ein Brief. Mal sehen, was sie jetzt schon wieder schreibt. Mutter hätte anscheinend gern, dass ich sie mal wieder besuchen komme. Ah.
Ich hab's, Ranger. Könntest du auf dem Rückweg etwas meiner Mutter vorbeibringen? Ah, hätte ich mir gestern nicht zufälligerweise den Knöchel verstaucht, ne? Dann würde ich ja selbst gehen. Ja, was sollen wir denn vorbeibringen? Ja, wir warten, bis du einen Brief fertig geschrieben hast. Paket. Okay, wir ja, können uns Zeit lassen. Easy. Dann liefere ich es in 2 Wochen ab. Ja, wir sind so schnell wie die Deutsche Post. Hilfe, Ranger, ein Bitty zerstückt in der Klemme. Es wird vor der Fallblatthöhle von einem Klibunkel durch die Gegend gescheucht. Ich weiß nicht, weshalb es verfolgt wird, aber ich kann das nicht mit ansehen. Bitte hilf ihm. Okay. Aber ich nehme meinen stolzen Partner mit. Also nicht Pichu. Sondern. Entei! Bam! Ich glaube in Pokémon. Oh, hier ist auch eine Sidequest, okay. In Pokémon 7. Generation, 8. Generation, wann war das mit den Inselregionen? Da gab es ja dann auch irgendwann so Pokémon, die man reiten konnte. Ich glaube, die Idee haben die hier von Ranger 3 geklaut. Genau, Pokémon soll man immer mit viel Liebe begegnen. Man muss nur aufpassen, dass man sie nicht verzieht. Man mag es kaum glauben, aber mein Staralili dort hat vergessen, wie man fliegt. Oh nein, das ist schon mal ein Staraptor in Pokémon Ranger 2 passiert. Es ist wirklich nur so viel nötig, wie nötig, ernährt sich ausschließlich von der Kalis und schläft den lieben langen Tag. Hey, basically me. Es hat seinen Fluchtinstinkt verloren. Das weiß, dass es bei mir sicher ist. Ich fürchte, ich habe es zu sehr verwöhnt. Ja, Ranger, du musst mir jetzt die Hölle zeigen. Nara. Selbst dein Ruf klingt schlapp wie ein nasser Sack. Und da kommst du ins Spiel, Ranger. Ich hätte gerne, dass du meinen Staralili wieder ein bisschen auf Trab bringst. Ich denke, eine Runde fangen wäre genau das Richtige. Oh. Knusser. Na klar, Mann. Habe ja sonst nichts zu tun, außer das Staralili durch die Gegend zu scheuchen. Sprich mich an, wenn du soweit bist. Okay, ja, ich finde es ganz witzig eigentlich, dass die Sidequests so in spezielle kleine Gebiete gehen. Du bist bereit, sobald Staralili wieder fliegen kann. Okay. Komm her! Das fliegt doch schon die ganze Zeit. Mashallah! Komm her! Das fliegt halt auch echt schnell. Okay, ich fange das jetzt einmal von der anderen Seite. Haha! Das Idiot! Buh! So muss man das nämlich locken. Staralili! Super, es fürchtet sich jetzt vor uns. Ein kleiner Preis zu zahlen dafür, dass Staralili wieder fliegen kann. Oh, Staralili, ja, so ist gut, Mann! Flieg! Ich habe mein Staralili verätschelt, anstatt ihm ein Freund zu sein. Das hat es nicht verdient. Aber nun ist alles wieder gut. Danke, Ranger. Staralili. Oh, 15 Punkte. Dankeschön. Und wir können jetzt schon durch die Zeit reisen. Stimmt, da war dieser Modus freigeschalten. Würde ich gerne machen, aber actually, ich glaube, ich gucke mir das mal nach dem Spiel erst an. Hey, das war so hübsch gemalt. Hallo. Ja, dann halt so. Welches Pokémon mussten wir eigentlich nochmal suchen? I forgot.
sind so hart eingeschüchtert, ich lieb's einfach. Ah. Ah, und dann können wir Bidiza beschwören wahrscheinlich. Oder Glibunkel. Aber ich tippe auf Bidiza. Ritter das Bidiza. Okay. Oh wow. Und bitte, dann müssen wir auch beruhigen. Weißt du was, dann aktiviere ich gar nicht erst die Powerladung. Das kriegen wir auch so hin. Ah. Oh. Danke, dass du in Bidiza geholfen hast. Ach, kein Ding. Ich weiß jetzt auch, wieso das Glibunkes gejagt hat. Hä, warum denn? Sieht er nur seine Route an. Es klebt wie eine Beere daran, die ganz hervorragend duftet. Sein Arsch duftet, okay. Ich wette, ihr Duft hat das Glibunkel angelockt. Ach so, da hing eine. Ach so, da hing eine drin, okay. Ich dachte, die Route sieht aus wie eine Beere. Oh je, diesmal bin ich wohl der Verfolgte. Danke für die Hilfe, ciao! Und ja. Neues Symbol. Oh, ich kann es gar nicht aufladen. Das ist so ein hässliches Weh. Aber gut, dann würde ich sagen, hier geht's mit dem nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.